diesmal ein paar kleine feine Neuerungen in C-Sharp 10. C-Sharp 10 hat nicht so die riesengroßen Würfe in der Sprache, die sind eher im .NET Framework zu finden, zumindest ein paar davon, aber es sind so, wie sagen wir, keine Revolution, eine Evolution, also viele kleine Nettigkeiten. Zum Beispiel File-Based Namespaces oder File-Scoped Namespaces, besser gesagt. Normalerweise schreibt man ja, sieht das immer so aus, main namespace, my namespace, und hier ist eben eine Klasse vorhanden, also public class my class. Und ja, somit, so war seit Version 1 von C# jedes Programm aufgebaut. Erste Namespaces und in den Namespaces die Klassen. Warum eigentlich muss der Namespace hier geöffnet und am unten geschlossen werden? Na gut, das ist recht logisch einfach erklärt. Man könnte theoretisch mehrere Namespaces in einer Datei haben. Also my Namespace 2 wird zum Beispiel wieder so eine entsprechende Klasse. Allerdings hat sich ja eingebürgert, dass man meistens eine Datei pro Klasse hat, also jede Klasse in einer eigenen Datei. Manchmal sind sogar eine Klasse mehrere Dateien aufgeteilt, Stichwort Partial Classes. Selten ist es eher, dass in einer Datei mehrere Klassen sind, geschweige denn sind diese dann bestimmt nie in eigenen Namespaces. Also theoretisch möglich, praktisch sieht man das sozusagen nicht. Also, wenn sowieso in jeder Datei nur ein Namespace vorhanden ist, dann könnte man ja, und das geht jetzt mit C# 10, gleich sagen, okay, diese Datei gehört dieser Namespace. Dadurch spart man sich ein bisschen Einrücken, spart sich ein bisschen Platz, spart sich eine geschwungene Klammer. Also einfach Namespace, my Namespace, file scoped Namespaces, jetzt neu in C# 10. Eine weitere Feinheit ist Global Usings. Und zwar, ich habe hier ein kleines Testprojekt, also nur damit man gleich ein Praxisbeispiel hat, wie man das dann idealerweise anwendet. Man sieht hier, ich habe hier das Thema mit den Namespaces bereits vorhanden und jetzt habe ich hier ein Projekt mit Unit-Tests. Und in diesem Projekt sind mehrere Dateien, nämlich der Prime-Generator-Test und der Video-Loader-Test. Soweit, so gut. Da das immer Unit-Tests sind, brauche ich natürlich überall dieses Using XUnit, weil ich als Unit-Testing-Frameworks XUnit verwende. Ja, das heißt, ich brauche auch dieses, den Namespace zum Projekt, etc., etc. Und jetzt, was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt sagen, global, wenn ich mich nicht vertippe, dann wird es auch funktionieren. Global using must be nach allen anderen, also global, also vor allen anderen. So, ich kann jetzt noch private Usings auch haben. Was bringt dieses Global Using? Ich kann zum Beispiel alle Usings in eine Datei geben. Und dann kann ich es mir hier zum Beispiel sparen. Ja? Brauche ich nicht mehr. Und ja, ich mache auch hier noch ein Global. Dann sieht man schon, okay, das ist vielleicht gar nicht so cool. Wenn ich die Global Usings auf mehrere Files aufteile, dann weiß ich nie, wo ist denn was. Und somit weiß ich auch nie, was habe ich eigentlich in Summe eingebunden. Das heißt, die Idee der Global Usings ist, glaube ich, schon auch die, dass man sagt, okay, ich mache hier in meinem Projekt eine neue Datei, eine neue Klasse. Und hier mache ich, den nenne ich global.cs zum Beispiel. Und in dieser Klasse mache ich nichts anderes als alle Global Usings rein. So, also raus damit. Und rein damit. So, also man sieht schon, Microsoft geht mit C# 10 den Weg konsequent weiter, dass wir immer etwas weniger Code brauchen, um das gleiche auszudrücken als bisher. Ja, immer so ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner. Also, eine Datei mit Global Usings, das Global einfach vorne hingeschrieben, geht übrigens auch für Global Static Using Console.Redline. Redline. So, using static natürlich. So, global using static console.redline. System.console.redline. So, jetzt aber. Nicht redline, Blödsinn. System.console, also einen statischen Typ hätte ich gerne. So wie wenn es Member-Variablen wären. Und jetzt kann ich überall in den Klassen gleich schreiben. Einfach nur redline. Ja, was? Dann automatisch Console-Write-Line ist.
Also geht auch mit dem Using Static. Okay. Eine Option, die es jetzt auch gibt mit C# 10, ist die Const-String Interpolation. Also eine Konstante hat die Eigenschaft, dass sie eine Konstante ist. Also Const-String Text ist gleich High. Und was jetzt nicht möglich war, ist, dass wir gesagt haben in früheren Versionen, Const-String Text2 ist gleich Text plus 2 zum Beispiel. Ja, denn das per se ja eigentlich keine Konstante mehr ist. Und C# 10 erlaubt das entsprechend hier auch, das so zu machen oder eben auch da, so, dass was jetzt auch möglich ist, dass wir String Interpolation verwenden. Also entsprechend so. Ja, auch ein kleines feines Feature in C# 10. Natürlich gibt es noch weitere Features in C# 10, alle eher so kleine feine Optimierungen. Vielleicht kommt noch das eine oder andere Video dazu oder auch zu den Neuerungen in .NET 6. Wie gesagt, so manches ist ja doch auch im Framework drinnen, beziehungsweise im Visual Studio gibt es auch ein paar nette Features. In diesem Sinne viel Spaß beim selbst mal ausprobieren und in ein paar Tagen kommt ja dann wirklich die neue Version von Visual Studio und .NET 6 und C# 10. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.